Hallo Jule, ich bin's Viviana. Ja, ich bin vor Gericht, du weißt schon, die Sache wegen Haie. Viviana! So schön, dass du gekommen bist. Schatz, ich hab dich so vermisst. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen, ja? Lassen Sie mich doch bitte, das ist meine Verlobte, bitte. Die Mühe kannst du dir sparen, du kommst nicht näher ran an Viviana. Wer sind Sie denn überhaupt? Verstanden. Warum duzen Sie mich, ja? Hey Viviana, was will denn der Typ von dir? Wer ist denn das? Das ist mein Bodyguard. Dein Bodyguard? Hat dein Vater den etwa ausgesucht, oder ja, was? Ja, wegen dir. Wegen mir? Ich will dir doch niemals etwas tun, ich lieb dich doch. Viviana. Herr Wittelbach, das reicht jetzt, wir gehen rein. Ich Mann, das ist alles ein Missverständnis, das ist eine Intrige, das ist... Du glaubst nicht, dass ich einen Raubüberfall durchgezogen habe? Glaubst du das wirklich, oder was? Mario, ich liebe dich, aber ich... Das reicht jetzt, Alter. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ja, uns gegeneinander aufzuhetzen, hat das endlich geschafft. Das reicht jetzt, wir gehen rein. Lassen Sie mich bitte kurz zu, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Nein, das sind die Vorschriften. Viviana! Ich bin unschuldig! Hajo Mittelbach, geboren 12. September 1981 in Kloppenburg, wohnhaft in Köln, ledig. Naja, also wenn es nach mir ginge, wäre ich am liebsten noch mit Viviane. Also ich bin noch mit Viviane verlobt, ja, auf jeden Fall. Ach, dummerweise gehören da zwei dazu. Sie sind Versicherungsangestellter und seit dem 20. Januar 2010 in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Um seiner Verlobten ein standesgemäßes Hochzeitsgeschenk kaufen zu können, fuhr der Angeklagte am Abend des 19. Januar 2010 gegen 20 Uhr zu der Villa des Unternehmers Karl Ebert in Köln. Er wusste, dass der Mann eine größere Summe Bargeld zu Hause aufbewahrte. Als Karl Ebert auf Klingeln des Angeklagten die Haustür öffnete, hielt ihm dieser eine Pistole der Marke Walter PP, Kaliber 9mm, für die er keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte, vor das Gesicht und drängte ihn so zurück ins Haus. Im Wohnzimmer kettete er den Mann mit Handschellen an die Heizung, dann forderte er Karl Ebert auf, ihm zu sagen, wo das Geld sei. Da Karl Ebert schwieg, suchte der Angeklagte selbst danach und fand schließlich 10.000 Euro in einer Kommode in der Küche. Er nahm das Geld, stopfte Karl Ebert noch einen Küchenlappen in den Mund und flüchtete. Karl Ebert wurde wenig später von der Polizei gefunden und befreit. Von dem Geld fehlt bis heute jede Spur. Der Angeklagte wird somit des schweren Raubes in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe beschuldigt, strafbar gemäß § 249.1. Herr Mittelbach, wollen Sie sich zu dem Tatvorwurf äußern? Also ich habe nichts damit zu tun, was der Herr Staatsanwalt gerade vorgelesen hat, gar nicht. Nun ist es allerdings so, dass Karl Ebert eindeutig Sie als Täter benannt hat. Ja, der Mann lügt, ganz klar. Und wieso sollte der Herr Ebert lügen? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kennt er irgendwelche Leute, die ihm Ärger bereiten können, wenn er die vor Gericht zieht. Und bei mir hat er anscheinend den Dumm gefunden und ich muss das irgendwie auslöffeln. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Im Tatort wurden aber Spuren sichergestellt, Herr Mittelbach, die einzig und allein auf Sie als Täter hinweisen, ne? Auf Sie schließen lassen. Ja, ich war ja auch mittags, an dem besagten Mittag war ich ja auch tatsächlich in seiner Wohnung. Ist ja klar, dass ich Fingerabdrücke hinterlasse, oder? Wieso waren Sie da an dem Mittag beim Herrn Ebert? Ja, ich arbeite ehrenamtlich für eine, für eine Kinderstiftung und ich habe halt Spendengelder eingesammelt und habe eben zufällig den Herrn Ebert besucht. Und wie ist der Besuch bei ihm abgelaufen? Ich habe geklingelt, er hat mir aufgemacht und dann ist das Telefon zur selben Zeit in seinem Haus ist auch angegangen und er hat mich gebeten, hereinzukommen. Ja, nun sind allerdings Ihre Fingerabdrücke auch in der Küche gefunden worden und nicht nur im Eingangsbereich. Ja, er hat ungefähr 5, 7 Minuten telefoniert irgendwie und in der Zwischenzeit hat er mir angedeutet, ich soll doch in die Küche gehen, mich da aufhalten, bis er fertig ist. Sie lügen doch, Herr Mittelbach, Sie lügen doch. Herr Ebert hat Sie gebeten, vor der angelehnten Haustür zu warten. Und was haben Sie gemacht? Sie haben sich heimlich reingeschlichen, während Herr Ebert noch im Arbeitszimmer telefoniert hat. Ich habe gesagt, wie es war. Also, wenn Sie da in der Küche gewartet haben, dann haben Sie fast jede Schublade aufgemacht? Ja, was heißt fast jede Schublade? Ich war ein bisschen neugierig, ja. Problem, Herr Mittelbach, nicht nur in der Küche haben wir Ihre Fingerabdrücke gefunden, sondern auch auf den Möbeln im Wohnzimmer. Ja, also wenn Sie mich mal ausreden lassen würden. Also ich war neugierig und habe mir einfach die Küche angeschaut. Die geht ja fließend über ins Wohnzimmer und der hat da ganz viele edle Sachen rumstehen. Gut, okay, ich muss die vielleicht nicht gleich irgendwie antatschen und anfassen, aber mein Gott, ich habe es halt gemacht. Und wenn ich aber gewusst hätte, dass ich hier so viel Stress auch mit Ihnen hier habe, dann hätte ich es natürlich nicht gemacht. Das ist natürlich klar, ne? Also, und? Haben Sie eine größere Menge Bargeld auf dem Wohnzimmertisch liegen sehen? Nee, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der da irgendwie Geld liegen lassen würde. Ich meine, Sie würden ja auch kein Geld offen liegen lassen, an jemand Fremdes in Ihre Wohnung reinlassen. Das ist ja nicht das Thema, oder? Wie ging es denn weiter, als der Herr Ebert dann fertig war mit Telefonieren? Ja, dann kam er aus der Küche, und hat mich gefragt, was mein Anliegen ist. Und ich habe das halt ihm gesagt, dass ich für dieses Kinderprojekt Gelder einsammeln, spenden. Er hat mir gleich einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, er macht das aus Prinzip nicht. Und
dann, es war für mich natürlich auch klar, das ist das erste und das letzte Mal, dass ich diesen Herrn besucht habe. Jetzt werde ich Ihnen mal erklären, wann und wie Sie Ihre Fingerabdrücke in der Wohnung von Herrn Ebert zurückgelassen haben. Sie hatten bereits am Nachmittag gesehen, dass der Herr Ebert einen ganzen Batzen Bargeld auf dem Wohnzimmertisch liegen hatte. Und deswegen sind Sie am Abend desselben Tages wieder aufgetaucht, haben Herrn Ebert überfallen, haben dann in der Küche und im Wohnzimmer nach dem Bargeld gesucht und am Ende sind Sie auch fündig geworden. Woher wissen Sie das denn? Wenn Sie ein Alibi hätten, ja, dann wäre ich mir nicht so sicher, was ich hier weiß. Aber schade, ein Alibi haben Sie halt auch nicht zu bieten. Reden wir doch mal drüber. Was haben Sie denn gemacht an dem Abend des 19. Januar? Ich war bei mir zu Hause und ja klar, wenn meine Freundin nicht bei ihrer besten Freundin gewesen wäre, hätte sie das euch bestätigen können. Gut, ich habe also kein Alibi, ja? Aber Ihre Freundin Viviana, ne? Ist ja ein gutes Stichwort. Ist doch richtig, dass zur Tatzeit jedenfalls an dem Tag Sie mit Viviana noch liiert waren. Wir sind noch immer liiert. Ja. Dahinter. Wir sind nicht mehr zusammen. Ist das Ihre Ex-Verlobte, oder? Viviana, was erzählst du da? Klar sind wir zusammen. Und außerdem hast du zu mir gesagt, wenn ich unschuldig bin, verlässt du mich nicht. Und ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Was soll ich denn gemacht haben? Also, es ist jetzt seit längerer Zeit in Haft, deswegen haben sie sich längere Zeit nicht gesehen. Aber diese privaten Angelegenheiten, die klären wir nicht jetzt hier. Ich kann ja ganz gut verstehen, dass Ihre Verlobte sich von Ihnen abgewendet hat. Nur ganz ehrlich, für mich ist es hier für die Beurteilung des Falls völlig unerheblich, ob Sie noch zusammen sind oder eben nicht zusammen sind. Ja, das freut mich. Für mich ist es aber nicht. Für mich ist es wichtig. Hätten Sie sich früher überlegen sollen. Ne? Am 19.01.2010 waren Sie jedenfalls noch zusammen und die Hochzeit stand vor der Tür. Und Sie brauchten ja dringend die 10.000 Euro. Warum? Weil Sie ihr ein aufwendiges, großartiges, standesgemäßes Hochzeitsgeschenk machen wollten für die wohlhabende Frau. Ach so, also ich muss ihr meine Liebe beweisen, indem ich ihr tausende Diamanten kaufe oder was? Ja, das sagen Sie jetzt gerade. Das habe nicht ich gesagt. Das teure Geschenk war nicht primär für Ihre Frau gedacht. Das war für Ihren Schwiegervater ins B vor allem gedacht. Was? Also das Geschenk schon für seine Verlobte, aber um dem Schwiegervater ins B zu imponieren, um ein klares Signal zu setzen, dass Sie ihr würdig sind. Ne? Nein, das stimmt doch nicht. Es geht ganz allein geht's um meine Freundin, die ich zur Frau nehmen möchte und ich liebe die über alles und ich will sie nicht verlieren. Und das, was hier abläuft, ist nicht rechtens, aus meiner Sicht. Und ich habe Angst, sie zu verlieren durch diesen ganzen Humbug hier. Sie werden sie auch nicht verlieren und wir werden ihre Unschuld beweisen. Herr Vorsitzender, das Opfer Karl Ebert ist wegen Körperverletzung und mehrfachen Betruges vorbestraft. Und ich wette, dass er Dreck am Stecken hat. Entweder es ist, wie mein Mandant sagt, und er traut sich aus Angst, nicht den wahren Täter zu nennen, oder der Vater der Braut und Herr Ebert haben das alles inszeniert und machen gemeinsame Sache. Sie meinen meinem Vater? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das alles nur inszeniert war, um die Hochzeit zu verhindern. Ihr Vater macht möglicherweise mit Herrn Karl Ebert gemeinsame Sache, um Sie von meinem Mandanten wegzubringen. Nein. Ihr Vater meint, dass Sie einen besseren verdient hätten. Ja, das kann schon sein. Aber er hat der Hochzeit zugestimmt. Das Einzige, was er wollte, war diese Gütertrennung. Und das war für Hajo völlig in Ordnung. Das heißt, es gab gar keine Probleme mehr. Das, was Sie hier reden, ist völliger Schwachsinn. Also ich denke, wir haben jetzt genug spekuliert. Gibt es denn noch Fragen, sachdienliche Fragen an den Angeklagten? Dann nehmen Sie bitte beim Herrn Verteidiger Platz. Karl Ebert, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Herr Ebert, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Guten Tag, Herr Schatten. Müssen wir lehren, dass erst Zeugen natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. 55 StPO. Belese, Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Karl Ebert, 45 Jahre alt. Sie wohnen in Köln, Sie sind ledig. Sie betreiben einen Im- und Exporthandel. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mehr mit dem Angeklagten. Herr Ebert, Sie wissen ja, was dem Angeklagten vorgeworfen wird. Gut, ob ich das weiß. Das ist nämlich der Kerl, der mich gefesselt, geknebelt und überfallen hat. Und ich weiß wirklich nicht, was wir hier noch tun. Die Zeit können wir uns ja hier sparen. Also, passen mal auf, wir führen hier ein rechtsstaatliches Verfahren durch. Ja? Ja. Und da müssen Sie uns alles erzählen, damit wir uns selbst ein Bild machen können. Ja? Erzählen Sie es einfach mal der Reihe nach. 19. Januar ist das Stichwort. Es war so, dass der Angeklagte an diesem Tag zweimal bei mir war. Und zwar das erste Mal um 15 Uhr. Da klingelt es an der Türe, habe ihm die Türe geöffnet. Und im gleichen Moment klingelt auch mein Telefon im Arbeitszimmer, worauf ich ihn gebeten habe, kurz draußen zu warten und auf mich zu warten. Das ist doch gelogen. Sie haben doch gesagt, dass ich reinkommen kann. Das ist doch vollkommen der Blödsinn. Ich lasse doch keinen wildfremden Menschen in mein Haus. Du bist einfach reinspaziert. Sie haben gesagt, komm rein. So ein Quatsch. Also ich habe im Arbeitszimmer telefoniert. Und wo ich dann mit dem Telefonat fertig war, bin ich ins Zimmer und habe ihn gesehen, dass er stand da rotzfrech in der Küche. Und das Beste kommt ja noch. Er hat dann mich auch noch gefragt, ob ich so eine kleine Spende hätte für irgendeinen Kinderkrams. Worauf ich ihn natürlich am Arm gepackt habe, vor die Türe gesetzt habe und auch gesagt, dass ich für ihn keinen Cent habe. Hatten Sie an dem Nachmittag größere Mengen Bargeld zu Hause? Ja, 10.000 Euro. Die lagen ja auch auf dem Wohnzimmertisch.
Die muss der Typ auch gesehen haben, denn mein Wohnbereich, Küche und Wohnbereich ist ein großer Raum. Wieso hatten Sie eigentlich so viel Bargeld zu Hause? Weil ich mir ein Auto kaufen wollte und zuvor das Geld von der Bank geholt habe. Aber wie gesagt, zu diesem besagten Autokauf kam es ja nicht, weil ich ja am gleichen Tag einen zweiten Besuch erstattet bekommen habe von ihm. Das ist natürlich überprüft worden, ob Sie tatsächlich so viel Geld abgehoben haben. Die Auszahlungsquittung der Bank, die liegt uns vor. Um wie viel Uhr ist denn der Angeklagte, wie Sie behaupten, noch mal dann zu Ihnen gekommen? Um 20 Uhr. Es hat wieder geklingelt, ich habe die Türe geöffnet. Und da stand der Wahnsinnige doch tatsächlich mit der Knarre in der Hand. Das ist doch gelogen, ja? War er maskiert? Nein, war er nicht. Und was wollte er? Er wollte, dass ich ins Wohnzimmer gehe. Er hat natürlich eine Knarre in der Hand. Das habe ich natürlich Folge geleistet. Er hat dann einen Stuhl geholt, hat vor die Heizung hingestellt und hat mich dann mit Handschellen festgekettet. Was mich jetzt ein bisschen verwundert hat bei der Aktenlektüre, bei der Polizei haben Sie ausgesagt, dass Sie das Pistolenfabrikat erkannt hätten. Ja, richtig. Es war ein silbernfarbener Walther PP. Ja, ich kenne mich da ein wenig aus mit Waffen. Der Zufall ist ja mittelbar, ne? Denn Ihr Ex-Schwiegervater ins B, der hatte genau so eine Waffe bei sich im Waffenschrank. Ne? Das heißt, Sie hätten sich die Waffe damals jederzeit ausleihen können. Ne? Ob Sie mir glauben oder nicht, ich habe die Knarre nicht genommen. Das ist ein Schwachsinn. Hat der Angeklagte auch irgendwas zu Ihnen gesagt, als er da mit der Pistole in der Hand vor Ihnen stand? Er wollte, dass ich ins Wohnzimmer gehe. Und hat andauernd mit der Knarre rumgefuchtelt und wollte wissen, wo dieses Geld ist, das er am Nachmittag gesehen hatte. Ich habe ihm natürlich nichts gesagt. Da ist er ausgerastet, war er wütend, hat die ganzen Schubladen, Kommoden ausgeräumt. Als er da nämlich nichts gefunden hat, ist er in die Küche rüber und hat dann letztendlich in der letzten untersten Schublade das Geld gefunden, hat dann mich dann noch geknebelt und ist mit dem Geld abgehauen. Geknebelt? Aber es hat dann nicht lange gedauert, bis Sie von der Polizei befreit wurden? Nein, zum Glück nicht, sonst würde ich wahrscheinlich heute noch da sitzen. Herr Ebert, die Polizei war deswegen vor Ort, weil Ihre Nachbarin so schnell die Polizei verständigt hat, nehme ich an, oder? Ja, ist das richtig? Stimmt, ja. Und zu dem Zeitpunkt, als nach Ihrer Aussage die Nachbarin bei Ihnen geklingelt hat, war da mein Mandant noch im Haus? Ist das auch richtig? Richtig, ja. Waren Sie zu diesem Zeitpunkt schon geknebelt? Nein. Dann frage ich mich, warum Sie nicht laut gerufen haben, als Sie das Klingeln gehört haben. Ich bitte Sie, was würden Sie denn tun, wenn einer mit der Knarre vor der Nase rumfuchtelt? Würden Sie da um Hilfe schreien? Ich weiß nicht, was der Typ noch vorhat. Herr Ebert, ich glaube Ihnen kein Wort. Vielleicht noch zum Mitschreiben, dann müssten Sie sich aber wieder auf Ihren Platz setzen, Herr Verteidiger, dann können Sie es auch tun. Der Angeklagte ist gesehen worden vom Zeugen und wir haben die Fingerabdrücke Ihres Mandanten im Wohnzimmer, in der Küche, der Wohnung des Zeugen. Ich habe das doch schon vorher gesagt, ich war mittags da. Laut Herrn Ebert soll mein Mandant doch nicht einmal maskiert gewesen sein. Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Ja, Herr Wehner, was weiß ich, was Ihr Mandant in Wirklichkeit alles noch vorhatte? Vielleicht wollte er den Zeugen ja auch töten, dann hätte der Zeuge heute niemanden mehr beschreiben können. Töten? Was wollen Sie mir eigentlich noch alles unterstellen? Ich bin unschuldig. Und das Geld wurde bei meinem Mandanten auch nicht gefunden? Ich nehme an, dass es gut versteckt haben wird. Wann denn? Die Polizei hat ihn schon 2 Stunden nach der Tat festgenommen. Und die Pistole, die Sie erwähnt haben, die lag doch zu diesem Zeitpunkt auch noch im Waffenschrank des Herrn Raderscheid. Holt? Hallo, Frau Jung? Ja, stellen Sie ihn durch. Holt, guten Tag, Herr Raderscheid. Was ist denn so wichtig, bitteschön? Und deswegen rufen Sie jetzt an hier. Jetzt kommen Sie mal ein bisschen runter, Herr Raderscheid, und dann kommen Sie einfach möglichst schnell her und dann reden wir hier über alles, ja? Sie sollen jetzt bitte herkommen. Bis gleich. Oh, haben Sie ja gehört, der Herr Raderscheid. Und er hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass Sie ihn beschuldigt haben, mit dem Herrn Ebert gemeinsame Sache gemacht zu haben. Woher weiß er das denn? Hat er den Gerichtssaal verwanzt? Nein, natürlich nicht. Ich habe meinem Vater eine SMS geschrieben, weil ich wollte, dass er vorgewarnt wird. Es ist wirklich völlig absurd, was Sie mir vorwerfen. Und ich finde es eine Unverschämtheit. Wissen Sie, wenn Sie so sicher sind, dass an meiner Theorie nichts dran ist, dann wundert es mich, dass Sie sich so aufregen. Ja, und dass Sie Ihren Vater vorwarnen müssen. Wissen Sie, das könnte noch ein Problem für die Glaubwürdigkeit Ihres Vaters werden, wenn er vorab schon informiert ist, was hier herin gesprochen worden ist, vorher als Zeuge aufgerufen wird. Das macht ja Sinn, warum er die Zeugen nacheinander auf. Also unterlassen Sie das, ja? Und schicken Sie bitte keine SMS mehr durch die Gegend hier. Gibt es noch Fragen an Herrn Ebert? Keine, vielen Dank. Herr Ebert, dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte Platz. Nicole Cuevo, bitte. Frau Cuevo, guten Tag. Nehmen Sie mal mit Ihr Platz. Guten Tag. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja.
Sie heißen Nicole Cuevo, 37 Jahre alt, sie wohnen in Köln, sie sind verheiratet, Hausfrau, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Frau Cuevo, dem Angeklagten wird vorgeworfen, er soll ihrem Nachbarn, dem Herrn Ebert, am 19. Januar 2010, den soll er überfallen haben mit einer Schusswaffe und soll dann 10.000 Euro mitgenommen haben. Das ist wirklich unglaublich. Ein Glück, dass ich ihn gesehen habe, sonst hätte er die ganze Nacht oder wer weiß wie lange noch geknebelt und gefesselt, ja, auf dem Wohnzimmer sitzen müssen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie Ihren Nachbarn gefunden haben? Ja, am besten, ich erzähle Ihnen das mal der Reihe nach, ja? Ich bin gegen 8 heimgekommen und ich habe schon im Vorbeifahren vor Herrn Eberts Haus an der Straße so einen roten Kombo, heißt das, glaube ich, gesehen. Einen roten Kombo, haben wir uns natürlich auch schlau gemacht, Herr Mittelbach, Sie fahren einen roten Kombo, oder? Ich fahre einen genauso wie 1 Million andere Menschen auch, ja. Haben Sie auch den Fahrer des Kombos gesehen? Ja, also das heißt, ich habe jemanden an der Tür von Herrn Ebert gesehen und das war zu 99% er. Frau Cuevo, bei der polizeilichen Gegenüberstellung hat man Ihnen 5 Männer gezeigt und Sie sollten auf denjenigen zeigen, der Ihrer Meinung nach an der Haustür gestanden hat. Das ist doch richtig, oder? Ja. Und es ist auch richtig, dass für Sie 2 Männer in Frage gekommen sind. Und den einer Ihr Mandant war, Herr Verteidiger. Aber dann kann sie sich nicht zu 99%, sondern nur zu 50% sicher sein. Und Frau Cuevo, ich bin mir zu 100% sicher, dass Sie sich hier nur wichtig machen. Ach, das ist ja unverschämt. Das glaube ich nicht. Ja, also bei der Polizei war ich ja total nervös, ja. So was macht man nicht jeden Tag, so eine Gegenüberstellung. Aber heute bin ich mir zu 99% sicher. Gut, lassen Sie sich einfach nicht aus der Ruhe bringen und erzählen Sie lieber, was Sie an dem Abend weiter beobachtet haben. Na gut. Also, ich bin dann eben in die Garage gefahren und ins Haus gegangen. Und da habe ich dann gemerkt, dass der Strom weg war. Irgendwas war mit der Hauptsicherung. Auf jeden Fall, mein Mann war ja geschäftlich unterwegs und da ich mich im Dunkeln nicht so wohl fühle, habe ich beschlossen, bei den Nachbarn zu klingeln, um eine Taschenlampe auszuleihen, ja? Und da die Talers leider nicht da waren, bin ich halt zu Herrn Ebert. Er hat aber nicht aufgemacht, obwohl im ganzen Haus Licht brannte und ich 2-mal geklingelt habe. Ja, und da bin ich halt ums Haus herum, um auf mich aufmerksam zu machen. Ich vermutete, dass er mich aus irgendeinem Grunde nicht gehört hat. Und da haben Sie ihn dann gesehen? Er saß da auf einem Stuhl mit Handschellen an die Heizung gefesselt. Die Jalousien waren zwar runtergelassen, aber ich konnte durch die Schlitze dann doch noch was erkennen. Und wissen Sie was? Ich dachte zuerst gar nicht an ein Verbrechen. Sondern an was denn dann? Na, so an so perversen Spielen. Das war Ihr erster Gedanke. Ja. Sie müssten mal seine Freundin sehen, dann würden Sie auch zuerst an sowas denken. Das ist wirklich eine ganz dubiose Person, die trägt immer so ganz knappe Lederminis, ja? Und mega, mega, mega High Heels, ja? Also komisch. Und dann hat sie noch gruselige Tätowierungen am Arm, so Spinnen. Das ist doch nicht normal. Entschuldigung, können Sie mir noch mal kurz beschreiben, die Tätowierungen, die Sie erwähnt haben, was für Tätowierungen sind das genau? So 3 große, fette Spinnen. Hier, am linken, ja, am linken Unterarm war das. Warum wollen Sie das denn wissen? Also mich würde auch interessieren, wieso Sie das wissen wollen. Gut, dann machen wir mit Ihnen weiter, Frau Cuevo. Erzählen Sie mal, wieso Sie dann doch die Polizei gerufen haben, obwohl Sie gar nicht an Überfall geglaubt haben. Ja, ich habe dann ein bisschen weiter gespäht, weil ich wissen wollte, was passiert. Ja, aber Herr Ebert saß einfach nur da und zuckte mit den Schultern, sagte irgendwas, schüttelte den Kopf. Ja, mir kam das Ganze dann doch etwas seltsam vor. Und deswegen habe ich dann per Handy die Polizei benachrichtigt. Und ich hatte den richtigen Riecher. Denn kaum hatte ich aufgelegt, ist der Kombo mit quietschenden Reifen davongefahren. Haben Sie es gesehen? Nein. Zu diesem Zeitpunkt saß ich bereits in meinem Wagen in der Garage. Ja, ich habe mich dort eingeschlossen, weil ich Angst hatte und lieber dort auf die Polizei gewartet habe. Ja. Weitere Fragen? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dankeschön. Dürfen hinten Platz nehmen. Leonhard Raderscheid, bitte. Entschuldigen Sie bitte, aber mein Vater wird sich leider 20 Minuten verspäten. Er steht im Stau. Er hat mir gerade ein SMS geschrieben. Ja, wie gut, dass wir Sie und Ihr Handy haben. Hä? Na gut, dann unterbrechen wir eben, bis er da ist. Was sagten Sie, 20 Minuten? Genau. Dann geht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird für 30 Minuten unterbrochen. Entschuldigung, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie zu der Frau Cuevo gehen und fragen, ob die Spinne auf ihrem Arm, ob die mittlere Spinne
sich unterscheidet von den zwei Äußeren. Können Sie das für mich machen, bitte? Was ist denn eigentlich los? Können Sie bitte fragen, tun Sie mir bitte den Gefallen. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Hajo Mittelbach wegen schweren Raubes wird hiermit fortgesetzt. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, ich möchte Ihnen nur kurz sagen, dass möglicherweise ein Ermittler vorbeikommt, der was Wichtiges für mich hat. Aha, ja gut, dass Sie es gesagt haben. Dann hören wir aber trotzdem den Zeugen an. Leonardo Aderstein, bitte. Guten Tag, Herr Aderscheid. Guten Tag. Im Übrigen, das, was Sie über mich gesagt haben, das wird Konsequenzen haben. Das ist eine Unverschämtheit, mir zu unterstellen, dass ich mit diesem Typen da gemeinsame Sache gemacht habe. Herr Aderscheid, jetzt nehmen Sie mal Platz und dann beruhigen Sie sich einfach erst mal, ja? Hallo, so geht's hier schon gar nicht. Jetzt legen Sie aber sofort auf, bitte schön hier, ja? Ja, schicken Sie das los. Ich kann jetzt nicht. Ich melde mich später. Ja, ich muss Schluss machen. Herr Aderscheid? Das war wichtig. Wichtig ist die Hauptverhandlung und Ihre Vernehmung. Und wenn Sie nicht wollen, dass ich ungehalten werde, dann machen Sie sofort Ihr Handy aus. Das kann ich nicht ausmachen. Ach, ist das ein Spezialmodell? Nein. Wer das erste Handy, das keinen Ausschaltknopf hat? Ich habe Verantwortung über 4000 Leute. Ich muss jederzeit erreichbar sein. Sie schalten das jetzt komplett aus. Sie können eh nicht rangehen, wenn der Hauptverhandlung los. So. So. Entschuldigung. Dann hören Sie sich mal meine Belehrung an. Sie müssen ja die Wahrheit sagen. Sie müssen sich vor allem auf die Verhandlung konzentrieren. Ja? Und ich belese außerdem 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Leonardo Aderscheid, 57 Jahre alt. Sie wohnen in Köln, verwitwet, Inhaber einer Kaufhauskette, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Aber bald wäre es ja passiert. Deine Sprüche immer. Ja, Sie wissen, worum es geht. Dem Angeklagten hat vorgeworfen, er soll am 19. Januar 2010 ins Haus von Herrn Ebert eingedrungen sein, ihn dort überfallen haben, weil er in dem Haus Geld vermutete. Ja, ich habe schon davon gehört, was Hajo sich diesmal wieder geleistet hat. Normalerweise fällt er eigentlich nur durch ein merkwürdiges Benehmen auf. Aber dass er noch kriminell ist, das wusste ich nicht. Hatten Sie denn am Tatabend Kontakt zu Herrn Mittelbach? Ja, ich kam von einer Aufsichtsratssitzung wieder, so um 22 Uhr. Und dann, ich glaube, um 22.30 Uhr habe ich mit ihm telefoniert. Aber er war sehr nervös. Ich meine, Hajo ist eh kein taffer Typ und meistens neben der Spur. Aber der war so nervös ist man eigentlich nur, wenn man was verbrochen hat. Um was ging es denn bei dem Telefonat? Ach, um die Organisation zwischen meiner Tochter und ihm. Hajo hatte sich bei mir beschwert, dass wir ihn in die Hochzeitsplanung nicht einbeziehen.